Ich will euch heute zeigen, wie ihr so ein Gemälde oldschool-mäßig an die Wand kriegt. Ich habe es vor vielen Jahren so gemacht, mittlerweile eigentlich nicht mehr, aber dadurch, dass wir hier jetzt noch keinen Druck haben, bin ich auf oldschool angewiesen. Ich klebe mir das mal einmal fest, weil das ist leicht windig hier. Im Grunde ist es ganz einfach. Ihr malt an den Rändern entlang ein Karo-Muster. Und da ist ein Karo-Muster Linien, Hilfslinien. Es kommt bei dem Raster nicht auf Schönheit an, wie ihr hier seht, sondern einfach nur auf Zweckmäßigkeit. Man könnte das Raster jetzt auf die Wand übertragen und das, oder halt auch ein Raster auf die Wand machen und das dann vergrößern. Ich mache es jetzt auf einzelne Zettel, die ich mir aneinander klebe, da Raster aufzeichne, im Verhältnis halt, wie groß ich es haben möchte, das müsst ihr dann selber ausrechnen. Und dann das dann halt auf die Wand übertrage. Ich habe jetzt schon mal angefangen, mir das Motiv zu vergrößern oder das Raster. Da seht ihr eigentlich einfach, ich habe die Blätter aneinander geklebt, mir hier abgesteckt, wie viele Kästchen ich brauche. Ich mache das auf die fünffache Größe, heißt, ich brauche einfach nur 5 Kästchen pro einzelnen Kästchen hier auf dem Bild nehmen und habe dann halt das fünffache große Bild. Ich muss mir schon Hilfstisch holen, aus Platzgründen. Ihr müsst relativ genau arbeiten. Relativ, sag ich. Dass ihr hier Kästchen an Kästchen seid. Ein Kleber drauf. Dann vorsichtig umdrehen. Und von hinten kleben, damit ihr nicht auf dem Tesa malt. Nächste. Eigentlich dasselbe wie gerade. Und wieder. Das Ganze macht jetzt weiter, bis das Bild auf eure Größe vergrößert ist. Ich bin jetzt soweit fertig bis Reihe 23, das ist die hier. Dadurch, dass da eh nichts mehr ist, klebe ich das auch nicht ab. Nur ab Reihe 9 mache ich da dann nochmal das kleine bisschen dran, weil es ja sinnlos sonst. Letztes habe ich jetzt dran geklebt. Jetzt kommt das Übertragen der Karos. Ich rate euch, das an einem nicht windigen Ort zu machen. Ist leicht. Mein Raster ist fertig. Jetzt geht es an den schwarzen Teil, das Vergrößern. Das ist eigentlich auch ganz simpel. Ich habe mir hier die Nummern jetzt nochmal von den Raster aufgeschrieben und werde das jetzt vergrößern. Ich fange mal hier an. Das ist in Kästchen 12 und 23. Dann müsst ihr eigentlich nur das, was da drin ist, auf dasselbe Maß quasi vergrößern. Es wird nicht hundertprozentig gleich,
Aber es weiß ja keiner, wie das aussieht wohl. Du musst halt nur so ungefähr gucken. Wenn die damit nicht ganz so klar kommt, malt das am besten halt auch durch die Rasser mit dem Buntstift und hier auch mit dem Buntstift. Macht einiges leichter. Ich habe das Motiv jetzt fertig hier übertragen. Ich weiß nicht, ob man es so im Moment erkennt. Und jetzt drehen wir das Ganze um. Jetzt kommt Kohlepapier. Kohlepapier, Schwarzpapier, Blaupapier, gibt es mehrere Wörter für. Das klebe ich jetzt hier hinter, um das nachher auf die Wand zu übertragen. Ich bin jetzt fertig. Hier muss ich gleich noch im Nachhinein was dran kleben, weil dafür habe ich kein hier Kohlepapier mehr. Aber soweit so gut. Ich gehe jetzt rein und klebe es an die Wand. Jetzt versuche ich Akzente zu setzen mit dem Schwamm und mit verwässerter Farbe. So, mein Bild ist fertig, mir gefällt's und wenn es trocken ist, schiebe ich das Sideboard wieder davor.
So sieht das Endergebnis aus. Ich bin mehr als zufrieden. Ich liebe das, wenn das hier wie Wasserfarben, die Wasserfarben quasi, wenn das hier runterläuft. Ich finde es mega.